Sengo ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der dritten Spielgeneration. Sengo ist ein vierbeiniges, katzenartiges Pokémon. Es besitzt ein weißes, struppiges Fell, einen großen, buschigen Schweif und rötliche Augen. Sein Bauch schmückt eine rote, blitzförmige Musterung. Eine solche ist ebenfalls über dem linken Auge zu finden, wobei sich die Färbung bis ins Ohr zieht und dieses komplett bedeckt. Auch die unteren Teile der Arme sind rot gefärbt und an deren Ende befinden sich zwei schwarze, lange Klauen. Wenn Sengo wütend wird, stellt es sich auf seine Hinterbeine. Und Sengos Shiny-Form hat ein blaues statt einem roten Muster und die schwarzen Klauen sind hier rot. Sengo ist ein sehr schnelles Pokémon, welches seine Gegner mit physischen Attacken des Typs Normal schadet, indem es beispielsweise durch die Attacke Zermalmklaue oder die Attacke Kratzer mit seinen scharfen Klauen angreift. Es beherrscht jedoch auch Attacken anderer Typen wie die Käferattacke Kreuzschere, die Unlichtattacke Verfolgung oder die Kampfattacke Nahkampf und zahlreiche Statusattacken wie Verhöhner oder Schwerttanz. Seine Fähigkeit Immunität bewirkt, dass das Pokémon nicht vergiftet werden kann. Die versteckte Fähigkeit Giftwahn erhöht Sengos Angriffswert um die Hälfte, sobald es vergiftet ist. Sengo lebt in Gräsern in der Nähe von Gebirgen und Tunneln. Sein Leben ist stark von seiner Rivalität mit dem Reißzahn-Pokémon Vipps geprägt. Es ändert sich stets an die bitteren Kämpfe und bei jeder Begegnung fängt sein Fell an zu britzeln. Schon der Geruch seines Erzfeindes allein lässt jedes Haar seines Fells zu Berge stehen und es nimmt sofort eine Kampfposition ein, um Vipps schnellen Angriffen raffiniert auszuweichen. Sengo bewegt sich normalerweise auf allen Vieren fort, ist es jedoch wütend, so stellt er sich auf seine Hinterbeine, fährt seine scharfen Klauen aus und droht seinem Gegner mit diesen. Dabei hat Sengo keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typ Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.